Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Im letzten Part haben wir uns auf der Tenchi-Brücke mit Kabuto getroffen, nachdem wir erfahren hatten, dass Sasori, getarnt als ein Spion der Akatsuki, sich mit diesem getroffen hatte. Ja, und wir mussten jetzt einige Informationen rausholen. Wir wollten nämlich erfahren, wo sich Sasuke aufhält, der, wie wir jetzt erfahren haben, in einem der Verstecke von Orochimaru gefangen gehalten wird. Beziehungsweise gefangen gehalten hört sich blöd an, der ist ja freiwillig damals über sie übergesiedelt. So. Ja, und wir sind eben diesem, also Sasuke nicht, sondern Orochimaru und Kabuto hier begegnet. Orochimaru kam später dazu und unsere Deckung ist aufgeflogen. Ja, und dann später hat Orochimaru Naruto so provoziert, dass wir dann in einen Bosskampf geraten sind, wo dann Naruto sich in den Neunschwänzigen verwandelt hatte. Und dieser Bosskampf, der war auch wieder ziemlich, ziemlich krass. Also, das war schon ordentlich. Das kann man auf jeden Fall sagen. Nun ja, Naruto ist auf jeden Fall da hinten in diesem Wald jetzt. Immer noch in seinem Neunschwänzigen, beziehungsweise dem Kyuubi-Modus. Und wir spielen jetzt den Holzkopf Yamato. Wir nehmen erstmal den Erinnerungskristall hier mit. Gucken, ist hier sonst noch irgendwas? Nee, sonst ist hier nichts mehr. Dann können wir uns eigentlich auch schon auf den Weg machen. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja gleich schon Sasuke zu Gesicht. Oder kriegen wir ihn überhaupt zu Gesicht? Naja, da sieht man auch schon wieder eine weitere Schriftrolle, die wir natürlich auch einsammeln. Das wird dann der Aufzeichnung von Kampf 14, das wird der Bosskampf gewesen sein. Weil wir hatten ja sonst auch nichts großartig anderes. Rote Bohne. Was haben wir hier noch? Ja, sonst ist hier nichts mehr. Aber wir wollen uns auch nicht mit Kleinigkeiten aufhalten. Wir haben ja eh noch ein bisschen was zu tun. Da ist der wütende Naruto in seiner Chakra-Form, der sich bei weitem nicht mehr kontrollieren kann. キュービの封印が解けかかってる。ナルト、あんた一体どうしちゃったのよ。桜、慌てるな。でもナルトが大丈夫だ。こういう時のために僕がいる。え？僕ならナルトを元通りにできるってことさ。 Da war ich gerade wieder ein bisschen zu schnell. Naja, aber auf jeden Fall haben wir jetzt hier den harten Kampf gegen Naruto. Und der Kampf, der war wirklich damals hart. Also, weil man darf ja nicht vergessen, dass dieser Naruto in dieser Form viel stärker ist, mehr Schaden anrichtet und ja, man kommt kaum an ihn vorbei. Unsere Ulti können wir auch nicht einsetzen. So, bisher ist es noch okay. Wir müssen ihn eigentlich nur K.O. kriegen irgendwie. Aber man sieht, er fliegt auch nicht weg. Mal gucken, wie gut wir das hinbekommen. Da schaut euch das an, das war nur ein kleiner Windzug. Und wir fliegen trotzdem kilometerweit weg. Aber anders ist dieser Kampf dann auch nicht zu regeln. Schauen wir mal, dass wir den jetzt mal langsam kaputt kriegen.
noch einmal hier. Das hier zu. Ja, perfekt. Okay, das war einfach genug auf jeden Fall. Eine hohe Nuss, ja. Passt zum Holzkopf. Ist auch hohl wie ein Stück. Hohle Nuss. Keine Ahnung. Jawohl. Wobei das eigentlich klar war, dass wir hier auch einen S-Rang bekommen, weil wir haben ja gar kein Leben verloren im Prinzip. Oder nur sehr wenig. Also bisher bin ich auch ganz zufrieden. Mit meiner eigenen Leistung. Ja gut. なんとかなったか。 Ja, auch im Anime lief das natürlich anders ab. なんとかキュービの力を抑え込むことができ抑え込むって一体どうやって僕はオロチマルの実験体だった頃があってねそこで初代様の細胞を埋め込まれたんだヤマト隊長が初代様の細胞を初代様は 美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は今回のようにナルトの力を沈めることができるんだよ。そうだったんですか。あのサイのことなんですけど。サイのことはもう分かってる。え？ま、そのことは後で説明するよ。そろそろナルトも目を覚ますころ。 Naruto! Da ist er auch schon. Sakura-chan. Orette wa, nande? Yokatta! Honto ni! Aber nicht lang gebraucht, bis er sich wieder erholt hatte. Aber besser ist es. これからどうします? Ichido, Ajito ni modoru wa. Hm? Watashi ni nani ka yōkashi.君はナルト君と一緒にいた。初めに言っておきます。僕は敵ではありません。僕はとある方の指示により、あなたと交渉しに来ました。何を言うかと思えば、その話。何を根拠に信じればいい？では。 Okay, die Lippen, die sind manchmal ein bisschen strange von Orochimaru, wie so ein Kussmund. Aber, naja, das soll nicht weiter meine Sorge sein. Ein Doppelgänger von Yamato.
Also ist Sai im Auftrag einer bestimmten Person unterwegs, um mit Orochimaru zu verhandeln. Also ist er doch hinterrücks. Arbeitet er mit Orochimaru vielleicht zusammen?前々から際の行動は不審な点が多くてね。だから僕の分身隊を見張りにつけていたんだが、どうやらサイはオロチマルと組み、彼らのアジトに向けて出発したようだ。あいつ一体何考えてんだってばよ。見張っている限り、サイは個人的な理由で動いているようではなかった。じゃあなんで？ これはまだ推測の域を出ないが、サイには五代目とは別の主がいて、僕らとは別の命を受け行動していた。 Das stimmt sogar tatsächlich. Ich weiß ja schon eigentlich im Prinzip alles. Aber dieser Charakter, von dem Sai Befehle entgegennimmt, das ist ein Charakter, der in diesem Teil gar nicht auftaucht. Beziehungsweise im Anime hat man diesen Charakter schon gesehen, aber hier tauchte der gar nicht auf. Aber ja. そして、サイの主とオロチマルの目的と利害は一致すると考えれば。でもオロチマルと組んでまで一体何をしようとしてんだってかよ。おそらく第二のコノハ崩し。そんな。何にしてもこのままサイを放っておくのは危険だ。僕たちもすぐに彼らを追うよ。オス。 Jetzt können wir endlich wieder Naruto steuern. Ja, Sai, der Niederträchtige. Um einen Tipp zu geben, für wen er arbeitet, das wollte ich eh schon mal gebracht haben. Ich mach mal kurz was. Ja, ihr denkt euch jetzt vielleicht, was habe ich für einen Sockenschuss, aber genau das ist etwas, was dieser bestimmte Charakter in meinem anderen Naruto-Spiel mal gemacht hat. Ich dann daraufhin immer wieder das ins Lächerliche gezogen habe und es auch ein paar Leute gibt, die sich darüber kaputt gelacht haben. Ja. Und jetzt sind wir auch schon so weit vorgeprescht. Das war übrigens alles hinter der Brücke. Also, wenn wir zur Brücke entlang gelaufen sind, dann sind wir dann quasi an dem Ort, wo wir dann vorhin rausgekommen sind und dann sind wir hier in Richtung Orochimarus Versteck. Hier gibt es auch noch einen Händler. Ja, vor allem, das ist wahrscheinlich eine von Tontons Perlen. Ja, das war zu erwarten. So. Was kannst du uns denn alles Gutes bieten? Machen wir hier irgendwas für? Ja, aber so eine Wundsalbe ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nehmen wir mal 10 Stück mit. Nahrungspillen brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, wir haben aber auch nicht so sonderlich viel. Aber ich kann zumindest diese Sachen hier schon mal. Ne, das funktioniert nicht. Was haben wir noch? Das Mochi. Ja, das muss ich jetzt auch alles schnell mal erledigen. Wenn wir eh schon dabei sind. Oh, perfekt. Schleuderkunai geht jetzt nicht mehr, aber eine Bombenkugel geht noch. Das sind alles sehr nützliche Sachen auf jeden Fall, die wir dann hier auch kaufen und ausrüsten können. Eine Bombenkugel nehme ich auch noch gerne mit. Ja, das sollte dann so passen. So. Jetzt würde ich ganz gerne hier, ne Moment, genau hier, jetzt muss ich kurz erstmal überlegen, wo ich das denn alles hin tue. Das packe ich mal hier hin, ich nehme aber keine Schnellrennpille, sondern, ja genau so, so ist das ideal, so hätte ich das gerne und so soll es auch immer bleiben.
So, jetzt nicht noch weiteres Kleberharz mitnehmen. Ist zwar alles schön und gut, aber brauchen wir gerade nicht wirklich. Und da ist ja Matus Doppelgänger. So, rein mit uns. Ab in Orochimarus Versteck. Die Musik, die ist aber so episch. Ich liebe diese Musik hier. Die ist so epic und mysteriös. Und hier ist es relativ einfach. Wir müssen quasi eigentlich immer nur bestimmten Wegen folgen. Man sieht es ja hier auch schon. Also wir wissen im Prinzip, wo wir lang müssen. Ich werde aber trotzdem auch in diese Gassen gehen, um einfach mal hier zu schauen, was hier sonst noch ist. Hier sind nämlich noch ein paar Krüge, die uns auch ganz nützliche Items dann geben können. Wasabi, was haben wir hier noch? Weizen. Okay, pikanter Pilz haben wir auch noch. So, was haben wir hier? Einfache Tinte. Wobei ich das jetzt aber auch nicht ständig machen will, weil wir wollen ja auch irgendwie schauen, dass wir hier dann schnell zum Ziel kommen. Ja, wobei, wisst ihr was, ich werde einfach jetzt den direkten Weg gehen. Im Prinzip ist an jeder Ecke dann quasi was Neues. An Töpfen und so weiter, aber sonst nichts Spezielleres. So, Ladescreen heißt natürlich. Da wartet jemand auf uns. ここまで来ましたか。サイ。てめえ。なんでこの葉を裏切った。へえ。よく僕が裏切ったことを知ってましたね。そこまで感づいているのなら、僕の目的も大体わかっているのでは。 まあね。今回の件は君の独断ではない。他の主の思惑なんだ。そしてその主は第二の木の葉崩しを企んでる。さすがですね。その通りです。僕たちは今の木の葉を潰し、その上で新しい木の葉を築く。サイ、あなたはそんなことに手を貸して。 何とも思わないの？別に。だってそれが僕の任務だしね。てめえ。さて、話はこれくらいでいいでしょう。オロチマルの命により君たちをこの先へ進ませるわけにはいかない。この先にはサスケ君がいるから。サスケ君が？悪いけど君たちにはここで消えてもらう。 この先にサスケへ続く道がある。サイ、お前がそれを邪魔するっつうんなら容赦しねえ。ちんたらしてられねえんだ。この先にあいつが待ってんならなおさらだ。こじ開けてやる。ナルト、ヤマト隊長とサクラちゃんは手を出さないでくれ。ここは俺がやる。待て、こっちは3人いるんだ。 確実に進むなら協力して。ヤマト隊長、ここはナルトにやらせてください。きっとナルトは戦いを通してサイにいろいろ伝えたいんだと思います。しかし、お願いします。そんなに悠長に待ってやれないよ。劣勢だと思ったらすぐに割り込ませてもらう。ああ、 Ja, jetzt kämpfen wir gegen das bleiche Gesicht. Nutzen dann bei Gelegenheit mal unsere Ninja-Items. Ja, Sai.
Dieser komische, unscheinbare Typ handelt im Auftrag des Teufels, um Konoha platt zu machen. Und wir wollen ihn natürlich daran hindern. Erwachen ist möglich, aber das brauchen wir auch nicht. Dankeschön. Nein, du wirst uns auf keinen Fall besiegen, da kannst du dir aber sicher sein. So. Gleich haben wir den Kampf dann schon gewonnen. Aber Ulti können wir auf jeden Fall einsetzen. Ich find's lustig, dass die Computer nie was machen. So, ich muss aufpassen, dass der selbst nicht in Erwachen geht. Wobei ich das wenig glaube, dass der das überhaupt machen würde. So, Ulti, und weg mit dir. Ja, klar. Mit dem bisschen Leben noch. Okay, dann besiegen wir dich jetzt halt so. Gestorben durch eine Briefbombe. Die tragische Geschichte. Eines Sais. Wir haben Grobtinte dazu noch erhalten. Ja, vielleicht S-Rang? Ja. Super. Oh, wir haben Jiraiya erhalten. Cool. Freut mich. こんな力が前の手合わせでは君はこれほど言っただろ。サスケへの道を邪魔するやつは容赦しないってな。俺はつながりを守るためならいくらでもあがいて見せるってばよ。そんなものが君の力になっているとでも言うのか。 あとはサスケだ。無駄だと思うよ。何？僕はここに連れられた時サスケ君に会った。え？でも彼は君たちのことは何とも思ってないと言っていた。君はサスケ君のことを兄弟のように思っていると桜さんから聞いた。けど それなのに彼は。おやおや、あっけなく負けたもんだね。カブト。薬師カブト。でも裏切ったわけじゃなさそうだから許してあげるか。てめえ。何を睨んでんだか。僕を睨んだところで何も解決しないよ。うるせえ。 お前たちがサスケに目をつけなきゃ、あいつがこんなとこに来ることはなかった。やれ、それは責任転嫁ってやつだ。結局のところ彼はここに来ていたさ。イタチを倒す力を手に入れるために、その身を闇に染めるためにね。僕たちはそのきっかけを与えたに過ぎない。彼は自分で選んだのさ。まだそんなことも理解できないのか。 君は昔から頭が悪いね、本当に。何だと？サスケを返せ。返せはないだろ、ナルト君。ずれてるよ、それ。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだわ。男のくせに未練たらしいね。 さて、くだらない話はこれくらいにして、そろそろサイを返してもらうとするか。させるかよ。ナルト君、僕とやる気のようだけど。けどね、さっきの戦闘で消耗した君がこの僕に勝てると思ってるのか。何寝ぼけたこと言ってんのよ。
あんたの相手はナルトじゃない。この私を。サクラちゃん。あんたは許さない。今さら君が出てきたところでどうにもならないよ。それは逆だ。お前こそサクラと北欧相手にどうにかなると思っているのか。ヤマト隊長。ここは二人で叩くよサクラ。時間をかけると他の邪魔も入りかねない。じゃあ俺も。いや、ナルトはサイを見張っていてくれ。ここはさっき戦ってない僕らの出番だ。でも大丈夫。あんな奴に、あんな奴なんかに絶対負けないから。あまり女性に手を挙げたくないが、聞き分けのない子なら仕方ない。少し痛い目を見てもらおうか。やってみろ。Gut, ich war jetzt relativ still. Allerdings werde ich diesen Kampf erst im nächsten Part machen, denn für diesen Part haben wir einiges schon erlebt und der Part geht jetzt relativ lange. Länger als ich ihn eigentlich machen wollte, aber das passt schon so. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier den Kampf gegen Kabuto bestreiten und womöglich auch Sasuke herausfordern. Haut rein, Leute. Bis dann und... Tschüss.